Also, willkommen zurück zu Xenogears! Jo, wir sind schon ein paar Minuten hier. Ein paar ist gut. Haben sogar den XV gekriegt, vor allem auch, dass Bart mit der Wand reden kann und über seinen Vater redet. Beziehungsweise er meint, er redet mit seinem Vater. Ja, alle haben hier ihre eigenen Probleme. Und jetzt geht's richtig los. Man muss einfach den hier ansprechen. Den neben der Tür. Dann kann schon losgehen. Also, hier ist die Tür nach außen. Ich habe da ein bisschen rumgesucht, wo ich ausruhen kann. Und der hier ist dafür zuständig. Nur so nebenbei. Also nicht zum eigenen Zimmer gehen, sondern hier herein. Alright, wir sind ready. Los geht's. Hast du nichts vergessen? Ich glaube, ich habe alles. Ich habe mein Gear aufgerüstet. Sagen wir so, es klingt besser. Und habe kein Geld mehr. Und ansonsten, ja, mehr kann ich nicht machen. Von daher, ich bin bereit. Ja, schlaf gut. Okay, seid bereit auf! Ja, Action! Ich bin so müde. Was war das? Klingt irgendwie wie Maschinengewehr und ein Zahnrad. Wie eine Kamera, die sich hier bewegt. Bestätigt! Das ist ihre Basis! Dieser Stein war wirklich leicht zu durchbrechen. Och, das war ein Bohrer! Der Helmholtz redet hier. Der hat einen geilen Namen irgendwie. Ich dachte, das wäre ein bisschen härter. Diese Lämmer! Sie leben in einem netten Platz, ne? Schau mal, ey! Wir haben ja einiges gebaut, auf Bledafik, ne? Es ist vielleicht versteckt, aber der alte König ist noch immer in der Nähe. Ja, sind die vier. Oder fünf? Wie viele sind denn das schon, ey? Interessiert's, ey! Lass uns gehen, und dann sind wir fertig! Tja, wo sind die Gears? Was geht da jetzt ab, Leute? Hier? Nee. Nach rechts, zum Hangar! Ah. Ja, das sieht ziemlich nach Gear aus. Gefunden! Das sind Dolmots. Normale Piratenstandard-Gears, nichts Normales, nichts Anormales. Die kannst du ignorieren! Die kannst du so schnell zerstören, das ist nicht normal. Machen wir eh nicht ein paar, ich glaube, das würde eh nicht auffallen, aber egal. Das hätte auch hier einzubrechen, ist ausgezahlt, ja, war schon. Okay, Spariel ist jetzt zurück. Seid bereit! Und komm mir bloß nicht in den Weg! Prepare! Okay, los geht's! Fein! Yo! Go! Wow! Eine interessante Szene, Leute, die wir nicht vergessen sollten. Wow! Was war denn das? Ich bin aus dem... Nee, zwar nicht nach Bett geflogen, aber ich stehe im Bett drin. Gears haben das Yggdrasil-Dock durchbrochen. 5 Gebler-Spezialeinheiten. Und diese Large Gear da. Alle Piloten sollen sich im Gearhangel treffen. Alle, ja? Alarmstufe Pink, Cool, Rot. Das ist mal was Cooles. Pink, Cool, Rot. Moment. Aber die Welt sind immer verschnupft, hey! Leute, ich hoffe, ihr habt das nicht zu krass mitgekriegt. Ah, jetzt geht's mal besser hier. Zum Gierganga! Auf geht's! Der ist unten, glaube ich, war das, ne? Los, runter hier!
Was ist hier los, Leute? Die Piraten werden bestohlen oder was sind das, keine Piraten? Wer weiß das schon? Jetzt geht auf jeden Fall die Action ab! Alter, was ist mit meiner Nase los, ey? Gut, dass ich immer ein paar Taschen habe. Alle Nicht-Angriffe, bitte sich verstecken! Ah, ich bin Angst, hab Angst! Ja, das ging so schnell weg, Leute. Das konnte ich ja nicht verlieren lassen, glaube ich. Na, Faye, schau mal. Faye! Ich habe mich dazu entschieden, jetzt Faye zu nennen. Faye, schnell! Geh zum Weltall, schnell! Faye! Warte, und die anderen sind, die kämpfen schon! Willst du nicht mitmachen? Glaubst du noch immer, der hat doch hier nichts zu tun? Tja, ich glaube, du musst noch ein bisschen nachdenken hier. Ich. Was bin ich? Dieser alte Mann. Ihr habt mir gesagt. Der Töter von Gott. Ich will nicht diese Stärke haben. Meine Stärke. Meine Heimat. Ich kann Fey oder wie auch immer verstehen. Eine Stärke im Gott zu tun. Das ist crazy. Ist es auch. Wie viele Gier sind denn hier? Ich dachte, wir hätten alles hier alles klein gehalten, aber. Das sind 4, vielleicht 5 von den übrigen, ne? Ihre Performance und ihre Technik ist stärker als das, was wir bis jetzt gesehen haben. Verdammt! Das. Junge Master, Sie kommen! Was ist das für eine Leute? Auf jeden Fall mal! Entweder eine Maschine, die Smile die Genauigkeit ändern. Ich könnte auch den Booster anschmeißen. Aber schauen wir mal, wie stark dieses Ding hier ist. Bang! Dong! X-Attacke, 69 Schaden. Na, da gab es den Gern, 77, 97. Kann ich mal so nicht unterschätzen. Bang! Oh, Fuß. Manchmal ist der Schaden wirklich einfach zu ziehen. Wer ist dran? Ach, da drückt. Dann mache ich jetzt ein Viereck. 55! Jetzt ist wieder der dran. Bart seine, naja, 4. Ein bisschen langsam. Oh, das war schön, der Schaden. Jetzt bin ich mal hier. Mit Chain Whip! Bam, bim, bam! Und tschüss! 264. Ich glaube, am besten kann ich mit X-Attacken an. Hohoho, 113, so soll das sein. Was, du bist da dran? Mach mal hier, Viereckangriff, 68. Oh, was. Der Gegner heißt Sword Knight. Das W ist stumm. Die ist halt eigentlich stumm so. Ich habe immer auch für das Wort gesagt, das ist falsch. Sword. Was haben wir da jetzt gehört? Auf jeden Fall bekommt man dafür 1500 Bankspunkte. Ist jetzt nicht die Welt, aber auch einiges. Mason, funktioniert das Gear? Der Gear? Was? Pardon? Ja, natürlich funktioniert er. Okay! Außer Frage, ist es noch immer unter, naja, Bearbeitung, ne? Ist es. Nee, der Operationalität. Er ist in Ordnung, Mason. Master Sigurd, aber. Was ist mit dem guten Doktor? Passt schon. Er wird zurechtkommen, glaube ich. Es ist noch nicht genug für ihn. Master Sigurd? Er steuert der Doktor wieder mal unseren Weltall. War das schon mal gelb am Pokémon? Boah, es ist 5 Jahre her, seit ich gekämpft habe. Ich hoffe, ich kann mich nicht mehr erinnern. Was? Der Doktor hat mal gekämpft? Interessant.
Oh, eine wilde Stallion, hä? Tja, es ist Zeit. Bisschen einzubringen hier. Rock! Verstärkung? Was zur Hölle? Ey, das tut weh! Zusammen mit meiner Plage, meine Freunden, die mir hier bestehen. Du bist nichts dagegen. Ich kann dir hier nicht erlauben, die Leute hier ein bisschen, ja, zu verletzen. Ich werde zurückkämpfen. Ich werde dich für sie nehmen. Komm schon! Ja, was redet der? Tja, das ist kein Sinn. Attacke! Bam! Ist das die Welt, Leute? Die sah irgendwie anders aus, oder? Auf jeden Fall kann er meine Verteidigung senken, was ziemlich fies ist. Nein, das ist nicht die Welt. Die Welt ist schwarz. Das ist ein ganz normaler Gear, Leute. Was? 9? Ah, wie heißt das? Das abgewehrt. Autsch. Machen wir mal einen auf Booster. Jetzt geht's rund hier. Bang. Dang. 9. Irgendwie mache ich keinen Schaden. Autsch. Also wir jetzt mal mit Birk. Ja, das geht wieder. Der hat das einfach abgewehrt. Peace. Geist. Ja, da hält einiges aus. Ich würde hier vorschlagen, mit dem Booster zu kämpfen. Sonst wird das zu hart. X-Attacke! Bang! Dang! Wieder 9. Okay, das könnt ihr vergessen. Am besten mit Birk. Oder ich glaube 3. Probier ich mal aus. Kensui! Achso, er ist schon tot. Ja, der Doktor kann auch mit seinen Gear. That's it? That's it, was? Also, that's it, hab ich gesagt. Ein paar Spezialtechniken ausführen, genau das muss ich sagen. Schade. Und dafür bekommt man extra AR plus 2. Eine ziemlich coole Ausführung, die werden wir später anschauen. Ich glaube, ich bin ein bisschen eingerostet. Das ist ein Limit, dass ich hier ein bisschen lernen kann. Dass mein Leben nochmal so spät anfangen muss. Tja. Ich habe den hart getroffen. Und es sieht so aus, als wäre er noch nicht besiegt. Ich muss es wohl das Stuff benutzen. Dieses Ding da. Ey, Junge! Die müssen Drive! Das sind Kampf verstärkte Drogen. Normale Attacke werden ihnen nicht verletzen. Okay. Ernsthaft? Also das macht sie so krass drauf. Das wird niemand enden. Leute, die kämpfen mit Drogen. Kai! Okay, wir schaffen es auch ohne ihn. Der ist noch immer nicht hier. Das erste Mal, dass wir hier über so Drogen hören, Leute, das ist mal krass, oder? So normale Attacken soll ihnen nichts anhaben. Naja, nichts, macht so viel Schaden. Daher. Das sind die Bond Knights. Oh, cooler Name irgendwie. Autsch. Ah, die sind ziemlich weh. Kensui! Bam, bim, dong, ding, dusch. 400! Okay, ich rehabilitiere von vorher, wenn die vorher nur 35 machen sollen, 400! Dann ist das doch ein bisschen schade, was ich hier mache. Ein bisschen. Also interessant, bitte. Die meisten Angriffe gehen auf Badseite hier und zuerst mal den ersten Weg machen, zuerst den oberen Angriff. Der hat schon ein bisschen mehr Schaden erhalten, die untere. Ist ja klar, und er ist schon tot. Bam! Beziehungsweise er ist weggeflogen. Powerbeam! Moin, ich kann übertreiben nicht. Dafür gehst du sterben! Auf Ansage. So gefällt's mir. So, dafür gibt's auch 1000 Erfahrungen für jeden. Und Level Up für den Doktor. Und Level Up auch für Bar. Weil, glaube ich, war auch so Level 20.
Und er hat Heaven Sent gelernt. Das ist schon wieder später. Ist auf jeden Fall eine interessante Technik. Das ist die Schwester! Wo klappt der bitte hin? Nein! Tja, wie grausam. Ah! Der Dex geht nebenbei alleine weg. Warum kämpfst du? Du. Was machst du hier? Was bringt dich zum Kämpfen? Was wäre, wenn das danach zu Hause wäre? Machst du jetzt psychologische Kriegsführung frei oder was ist los? Auf jeden Fall kämpfst du jetzt auch mit. BAM! 256. Also er meint, ja, das Gear hier wäre schlecht. Das ist eines der besten, Alter. Kann ich jetzt schon mal verraten. So, und greift zweimal an. Ich bin ein bisschen langsam unterwegs, aber passt schon. Repo! Dang! Ding! Hu! Ha! I! 500 war's. Und weg. Wupp! Er fliegt weg. Tschüss! Ah, und Pfeil ist doch erst Level 19. Okay, ich dachte, das ist 20 herum. Passt schon. Fey! Ich wusste, du kommst her. Wir sprechen später. Wir haben hier ein großes Problem unter uns. Was ist das denn? Ein, weiß nicht, Tentakel-Gear? Auf jeden Fall sieht es interessant aus. Attacke! Bam! Doink! 200! Sein Dong! Bang! Nochmal 200! Spariel heißt er! Und mach mal so eine Erdbeben-Attacke, die auf alle gehen. Das ist ziemlich viel. Das ist 141! So, welches Gear ist das schnellste? Das von Doktor. Das ist interessant. Hi-ya! Hi-ya! Ha! 400! Und jetzt greift er eins an. Der Doktor nur mit 18 Schaden. Und das zurück. Ja, dieses Ding da hat es ziemlich drauf. Hat auf jeden Fall sehr viel HP, das Ding, was es immer ist. Kann sich genau sagen. So, was kann eigentlich der Doktor hier, wenn man Ether macht? Sasanami! Restore Gear Dev. Ach so, damit kann man seine Verteidigung wiederherstellen, okay. Hier nächster Ether, also das nächste Ether-Maschine geht auf alle, also auch Gegner. Das ist ein bisschen interessant. Also mit der Wiederherstellung kann man machen hier, zack. Das macht zwar keine Heilung, aber es stellt die, wie gesagt, die Verteidigung wieder her. Ist ein bisschen merkwürdig. Hier auch Inner Healing, du bist dort Gear Dev. Attacke geil, schon ist es nicht so die Attacke, aber so, BAM! Dann hat Bartz auch noch was drauf, nur 12 Schaden ist bitter. Nämlich Heaven Sent, Launch High Speed Disc Attack, machen wir mal. War noch gar nicht gesehen. Wow, was ist das denn? Null. Ja, das ist eher nur für Gegner, die außerhalb, also keine Gear-Gegner dazu. Dann ist diese Technik wirklich sehr gut. Der Spariel ist nicht zu unterschätzen. Ich habe alles gehört. Danke, dass es weitergeht. 500. Wie der aushält, das ist nicht normal! Hat jemand mitgezählt? Nee, kenne euch doch nicht, Leute. Spariel und wieder Erdbeben! Bam! Ja, es wird auf Dauer doch ein bisschen hart. 125 und auch hier BAM 128. Ich werfe gleich bei allen den Booster an, dann geht es ja so richtig los hier. Das war 61. Ah, er wackelt schon. Okay, Booster auch hier. Booster.
verbrauche zwar jetzt mehr Tank, aber ihr seht's, ja. Jetzt kommt er auch mit Verteidigungsminus. Ich könnte das jetzt mal mit Technik wiederherstellen, aber. Kenzoe! 400. Das Land war es mit Booster an. Und los geht die Party! Ho! Ha! 200! Und bald zur Quetschte. Dank! 60! Auch hier! 34 nur! Naja. Irgendwie ist das rote Gear das Schwächste. Und wieder! Verteidigung wirkt, das ziemlich cool ist. Bam! Chucks! Wie viel hältst du aus, mein Freund? Viel zu viel auf jeden Fall. Ah, okay, er ist dann tot. Nach der Attacke. Und tschüss! Da war ja mal Hardtack und dafür gibt's zwar fast 6000 Erfahrungspunkte! Woo, level up! Iron Valor erlernen. Iron Valor, Entschuldigung. Englisch. Und dafür bekommt man ein Beam Code. Das war mein Fight, Leute. Was das auch immer war. Danke. Danke, Fei. Bart. Danke. Ich weiß nicht, was wir ohne dich getan hätten. Ich weiß noch immer nicht, was ich tun soll. Fei. Was Bart tut, ist er nicht für ihn selbst. Er folgt dem Pfad, den er glaubt, den er folgen muss. Auf den Wunsch, dass alles um ihn herum fröhlich ist. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich dachte, ich hätte keinen Weg, der vor mir liegen würde. Aber wie er es gesagt hat, das ist nur wie weglaufen. Ich muss meinen eigenen Pfad finden. Meinen eigenen Weg. Stimmt's, Doktor? Wenn das Pfad es wünscht, werde ich kooperieren mit euch. Das ist alles, was ich jetzt tun kann. Aber ich glaube, ich werde den Weg finden, den ich folgen soll. Andere Zwölf wie euch. Wie auch immer. Ich kann jetzt nicht zurück und ignorieren, was hier alles passiert. Naja, was ist los mit den Leuten? Danke, Fei. Danke. Er wird jetzt unterstützen, ob er will oder nicht. Obwohl er will, ja. Von daher. Gut, Leute. Was das war, erfahren wir im nächsten Part von Mason. Das wird eine ziemlich interessante Geschichte. Schaltet wieder ein und ciao.